Zwischendurch eine Wertung. Silvia Pataki mit dem Ball 9,2. Und nun Serenella Colocca aus Italien. Auch eine Nachwuchsgymnastin. Offensichtlich sind die bekannteren der italienischen Gymnastinnen wie Staccioli, Ferretti und wie sie alle hießen, gar nicht mehr aktiv? Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Staccioli ist, glaube ich, nicht mehr dabei. Die Italienerinnen haben ja doch zumindest in Europa immer eine ganz gute Rolle gespielt. Ja. Und Europa ist ohnehin der Mittelpunkt der Welt in der rhythmischen Sportgymnastik. Die Spanierinnen haben aufgeholt, auch wenn ich das jetzt gerade auf eine italienische Gymnastin sage. Es ist ein bisschen schade, dass Ana Bautista aus Spanien hier nicht am Start ist, denn sie galt ja im vergangenen Jahr als beste nicht-sowjetische und nicht-bulgarische Gymnastin. Ja. Ich denke, dass sie das auch momentan immer noch ist, aber leider ist sie hier nicht mit dabei. Und es ist kein Muss, in Karlsruhe in den Start zu gehen. Ernst wird es eigentlich erst wieder Anfang November bei den Europameisterschaften in Göteborg. Aber viele von den Mädchen, die wir heute hier sehen, mit 14, 15 Jahren, werden wir natürlich auch in Barcelona 92 bei den Olympischen Spielen erleben. Ja, die arbeiten jetzt dafür. Ja. Also, Serenella Colocca aus Italien. Sie verstehen, liebe Zuschauer, dass wir gerade auf jene Gymnastinnen, die vielleicht im vorderen Feld nicht so sehr mitspielen, mal ein paar grundsätzliche